Leute, schwuppdiwupps, es gibt wieder ein neues Re-Life-Video. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen hier zu einem neuen Re-Life-Video. Also, um es auf Deutsch mal zu formulieren, es gibt ja so viele YouTuber, die inzwischen schon amerikanische Titel nehmen. Active, Let's Play Together. Alles amerikanische, besser gesagt englisch alles. Nennen wir es einfach mal Kameravideo oder Farbvideo. Ja, ich habe heute wieder so ein kleines Thema vorbereitet. Hätte nicht gedacht, dass diese Real-Life-Videos so gut ankommen. Habe natürlich aber auch keine andere Möglichkeit, jetzt gerade Let's Plays zu machen. Lasst uns spielen, Aufnahmen zu machen. Das heißt, dass ich so ein Videospiel kommentiere und ein bisschen darüber rede, also es anzocke so. Kann ich nicht. Bin ich zu Hause. Ich habe zwei Wohnungen für die Leute, die es interessiert. Eine Hauptwohnung, das ist die hier. Das ist mein eigenes Zimmer. Coole Bude, muss ich sagen. Ist auch nicht so besonders teuer. Wie viel sie kostet, kann ich euch nicht sagen. Bleibt mal ein kleines Geheimnis. Und habe noch ein zweites Zimmer. Meine Heimat eigentlich. So, aber egal. Ja, was wollte ich heute machen? Ja, ich wollte ein Real-Life-Video machen. Und mit ganz besonderem und sehr spannenden Thema, und zwar Vor- und Nachteil von YouTube. Was ist das eigentlich? YouTube. YouTube ist eine riesige Plattform und es birgt natürlich auch viele Gefahren. Der größte Nachteil von YouTube ist natürlich das Cybermobbing, das Stalken und dieses Öffentliche. Jeder kann dich sehen. Inzwischen ist es so, dass YouTuber prominenter sind als Stars inzwischen. Also, aber das Problem, ein YouTuber, der täglich Real-Life-Videos macht, hunderttausende Videoklicks dadurch erzielt, der wird auf der Straße erkannt. Und das kann natürlich so sein, wenn da ein psychisch kranker Mensch den plötzlich sieht und irgendwelche Gewaltfantasien hat, dann heißt's YouTuber erstochen oder irgendwas. Versteht ihr einfach? Real-Life-Videos zu machen hat auch eine negative Seite, weil man öffentlich zu sehen ist. Es ist so. Ne? Ein YouTuber hat keine Bodyguards. Ein YouTuber hat keine gepanzerte Limousine wie die großen Hollywood-Stars. Nee, ein YouTuber hat auch kein bombensicheres Panzerglas in seiner Wohnung oder was weiß ich, was es da alles gibt. Versteht ihr einfach, was ich meine? Ich ist ein bisschen übertrieben, aber gut. Vorteil von YouTube. Ey, geile Community, geile Community. Man ist der eigene Videoproduzent. Man kann machen, was man will. Man kann reden, über was man will. Und da draußen wird gerade ein Baum gefällt. Aus dem Grund muss ich ein bisschen lauter sprechen. Auf jeden Fall ist einfach eine tolle Sache, die Kommentare zu lesen, sehen, wie das Video sich entwickelt. 5 Klicks, 10 Klicks, 15 Klicks. Ach geil, ich freue mich da einfach. Es ist einfach ein Gefühl, was man erlebt haben muss. Und man muss wirklich Vollzeit-YouTuber sein. Man kann nicht einfach YouTube machen und sagen, oh, hallo, wie geht es euch? Abonniert mich, liked mich und so weiter. So funktioniert das nicht. Du musst Emotionen reinstecken und wenn dir das nicht gefällt, dann lass es einfach. Ich habe auch sehr oft keinen Bock auf YouTube. Was mache ich? Ich lade nichts hoch und lade erst wieder was hoch, wenn ich Bock habe auf YouTube. Nur so funktioniert das. So, haut auf jeden Fall rein, meine lieben Abonnenten. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Und ja, haut rein einfach. Boah, ciao.